Hallo Wilma. Hallo Freddy. Und natürlich hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Du Freddy, ich bin so hungrig. Puh, Wilma. Ich habe nur meine angeknabberten Karotten dabei. Ansonsten müssen wir heim zu meiner Mama, damit wir was essen können. Ich glaube, das dauert mir viel zu lange. Könnten wir nicht einfach machen, dass du und ich satt werden? Komm, wir laufen zusammen los und auf dem Weg nach Hause kann ich dir eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Da wurden sehr viele Menschen vor nur ein paar Broten satt. Komm mit, dann dauert es auch nicht so lange, bis wir zu Hause sind. Also los! Schaut mal, hier sind wieder Jesus und seine Freunde. Sie haben schon viel zusammen erlebt. Das war ganz schön aufregend und anstrengend. Kranke gesund machen, zuhören und von Gott erzählen. Und da waren so viele Menschen. Jesus und seine Freunde hatten kaum Zeit zum Essen. Jetzt sagt Jesus zu ihnen, komm mit, wir fahren mit dem Boot weg, irgendwo hin, wo wir allein sind und ruhen uns aus. So fahren sie los. Auf dem See ist frische Luft, hier ist es ganz ruhig, das tut gut. Sie kommen auf der anderen Seeseite an. Dort sind auch ganz viele Menschen. Die Menschen haben gesehen, dass Jesus und seine Freunde über den See fahren. Sie wollen unbedingt bei Jesus sein. Darum sind sie Jesus nachgelaufen, um den See herum. Jesus sieht die Kinder, die Frauen, die Männer und die alten Leute. Jesus freut sich, die Menschen zu sehen. Er hört ihnen zu. Jesus erzählt den Menschen von Gott. Dann wird es Abend. Die Freunde sagen zu Jesus, Jesus, willst du nicht mal Feierabend machen? Es ist schon spät. Die Sonne geht gleich unter. Die Leute haben bestimmt Hunger. Schick die Leute doch jetzt nach Hause zum Abendessen. Jesus sagt, gebt ihr ihnen doch etwas zum Essen. Die Freunde schauen sich erstaunt an. Wie soll das denn gehen? Wir haben doch gar nicht genug Geld, um für die vielen, vielen Menschen etwas zu essen zu kaufen. Jesus fragt, wie viele Brote und Fische habt ihr denn noch? Schaut mal nach. Und die Freunde schauen nach. Fünf Brote und zwei Fische haben wir, sagen die Freunde. Fünf Brote und zwei Fische für so viele Leute. Was macht Jesus jetzt? Jesus nimmt die Brote und die Fische. Jesus betet vor dem Essen. Er dankt Gott für das Brot und die Fische. Jesus bricht das Brot auseinander und gibt es seinen Freunden. Auch die Fische teilt Jesus. Die Freunde gehen zu den vielen Menschen. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind bekommt etwas von dem Brot und dem Fisch. So viele Menschen bekommen Brot? So viele Menschen essen davon? Ja, alle essen und alle werden satt. Und es gibt sogar noch Reste. Die Menschen staunen. Wow, was Jesus alles kann. Er kann mit so wenig Essen so viele Menschen satt machen. Miriam, was meinst du? Was wollten Jesus und seine Freunde am Anfang? Er wollte zwar seine Ruhe, glaube ich, aber er hat sich dann gefreut, die Menschen zu sehen. Genau, ne? Er war nicht verärgert, sondern er hat sich gefreut, Jesus drüber. Und genauso ist es auch, wenn wir zu Jesus gehen wollen. Er freut sich immer, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn oder wenn wir irgendwelche Probleme oder Fragen haben. Jesus ist immer für uns da, Tag und Nacht. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Genau. Und dafür danken wir ihm auch, dass er sich die Zeit für uns nimmt, dass wir so wertvoll für ihn sind. Und dann wollen wir noch miteinander beten. Jesus, ich staune, dass du alles kannst. So viele Menschen werden mit so wenig Essen satt. Keiner soll hungrig nach Hause gehen. Danke, dass du auch weißt, was ich brauche. Bitte sorge du für mich. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Wilma, wo bleibst du denn? Das geht gar nicht so einfach. Karotte essen und
laufen. Freddy, warte auf mich. Ich muss doch erst...